Heute möchte ich euch den ersten Teilbereich mal ein bisschen näher vorstellen. Und zwar fangen wir im sogenannten Keller an. Das ist unser Versorgungsraum. Dann nehme ich euch gleich mit hin und erkläre euch die Technik mal ein bisschen im Detail. Starten werden wir unsere Tour hier im Keller mal bei der Solaranlage, sprich der elektrischen Anlage von unserem LKW-Hausbau. Und zwar seht ihr ja da schon den Wechselrichter plus den Laderegler. Und wir fangen mal da oben an, wo ihr Solar 1 und Solar 2 als Schalter seht. Da kommt die Solarspannung an. Also wir haben zwei 330 Watt Solarpanel auf dem Dach. Und die speise ich in Reihenschaltung hier ein. Und habe diese Trennmöglichkeit zwischen Solar 1 und Solar 2 gemacht, weil ich zwei Laderegler habe. Im Grunde genommen lade ich alles mit diesem einen Laderegler, den ihr jetzt hier im Bild seht. Und hier an der Seite habe ich nochmal ein etwas älteres Modell, auch mit 40 Ampere. Also der würde auch für die Gesamtanlage ausreichen, aber damit lade ich bloß meine Zusatzbatterie, die ich für mein Boot habe. Ich habe ein Boot mit Elektromotor und kann so nochmal meine Batterie direkt laden, ohne dass ich sie in das Gesamtpaket integrieren muss. Arbeiten tue ich mit einer 12-Volt-Anlage. Da seht ihr jetzt hier unten mal die Batterien. Das sind 4x110 Amperestunden AGM-Batterien. Und hier vor steht nochmal eine 110 Amperestunden Batterie. Damit fahre ich mit dem Boot dann. Der Wechselrichter hat 1500 Watt. Das reicht für uns eigentlich aus. Und wie gesagt, damit können wir die Waschmaschine betreiben. Wohlgemerkt immer mit Kaltwasser. Also wenn wir unterwegs sind, waschen wir nicht mit Warmwasser. Wenn wir am Landstrom angeschlossen sind, dann können wir natürlich auch mit mehr Wattstunden arbeiten. 2800. Und dann kann man auch die Waschmaschine im Vollumfang benutzen. Wir starten mal hier. Ihr seht hier den ganz normalen Sicherungskasten. Das ist die 230 Volt Anlage dahinter mit dem IP55. Das ist ein Regelschalter, der erkennt, auf welchem Kreis er Strom hat und also ein Vorzugsschalter sozusagen. Und sobald ich am Landstrom angeschlossen bin, zieht er den Landstrom vor und schaltet den Wechselrichter ab. Somit spare ich ein bisschen Solarstrom, die Batterien werden ein bisschen geschont und das ist halt für einen Campingplatz ganz praktisch. Der Wechselrichter und der Laderegler habe ich ja schon erwähnt. Hier unten seht ihr einen Sicherungskasten und zwar sind das Durchschmelzsicherungen. Da ist jeder Batteriekreis auf einer extra Sicherung. Also das ist immer zwei Batterien gehen über eine Sicherung und sind somit abgesichert und gleichzeitig dient mir das als Trennschalter. Ganz wichtig, das sind Durchschmelzsicherungen, die sind für sowohl für Wechselstrom und Gleichstrom geeignet. Also in der Hinsicht besser, als wenn man eine normale Wechselstromsicherung nehmen würde als Trennschalter und als Sicherung. Weil wenn die durchschmelzen, ist der Kontaktabstand sehr groß und somit kann auch bei Gleichstrom kein unerwünschter Stromfluss weiter stattfinden. Kann ja nochmal gleich hier zeigen, da habe ich dann auch Durchschmelzsicherung, das sind die 12-Volt-Kreise. Also der erste 12-Volt-Kreis, davon habe ich drei Stück. Und alles hinter so einer Plexiglasscheibe verbaut, damit man nicht versehentlich mal von hier, wenn man hier irgendwie arbeitet, an den Kontakt rankommen kann. Wer ein bisschen Ahnung hat, sieht, ich arbeite mit sehr großen Kabelquerschnitten, einfach weil bei 12 Volt die Stromstärke relativ hoch ist, also um die 100 Ampere, wenn der Wechselrichter bei voller Last läuft. Und da habe ich halt 50 Quadratkabel genommen und meine 12 Volt Anlage wird alles mit 16 Quadratkabel betrieben. Da hat man relativ wenig Verlustleistung. Und
In der linken Ecke geht es dann weiter mit dem Wassertank. Das ist ein IBC-Container und zwar ein 300 Liter IBC-Container. Das ist für uns ausreichend. Wir wollen nicht das Wasser allzu lange drin stehen haben. Ich hätte auch 500 Liter nehmen können. Von mir wichtig wäre kein Problem gewesen. Aber wie gesagt, wir haben uns für 300 Liter entschieden und damit kommen wir über eine Woche mit aus. Das wird von außen befüllt, also mit Druckwasser kann man den von außen auch befüllen. Und von dort aus geht es hier unten zur Pumpe. Das ist eine normale 12 Volt Druckwasserpumpe, die erzeugt einen Druck von 2,8 Bar und befeuert sozusagen unser Wassersystem. Darüber seht ihr nochmal einen 30 Liter Warmwasserboiler. Das ist ein normaler Haushaltsboiler. Und der läuft über 230 Volt und erzeugt uns halt unser warmes Wasser. Da gibt es ja nicht viel zu erzählen. Ich kann euch höchstens mal erklären, warum ich mich für so ein System entschieden habe. Wir starten mal beim Container. Also, den Container, den kann ich jederzeit ausbauen oder wechseln. Es ist halt kein Spezialteil, kein. Es ist ein handelsüblicher Container, der kostet 150 Euro neu. Also, wenn der mal in 10 Jahren nicht mehr so schön von innen aussieht, dann kommt der raus und wir machen genau denselben Container einfach wieder rein. Also der ist ja auch, das sind alles genormte Maße. Darunter, das seht ihr jetzt leider nicht, weil ich das alles verkleidet habe. Ja, das kann ich euch leider wirklich nicht zeigen. Darunter ist er halt dann direkt hier drüben angeschlossen und geht bis zur Pumpe und die erzeugt dann halt einen Druck. Da habe ich mich für ein 12-Volt-System entschieden. Die Pumpe ist aber nicht empfehlenswert, kann ich gleich sagen. Sobald die kaputt geht, werde ich mich da nochmal umorientieren und eine andere Druckwasserpumpsystem favorisieren. Da drüber, seht ihr ja schon, ist der Warmwasserboiler. Da ist dann halt ein Überdruckventil. Der dicke Schlauch, der führt das Wasser nochmal raus. Falls ein bisschen Überdruck entsteht, dann läuft das unten einfach raus. Und darüber der Boiler ist ein haushaltsübliches Gerät. Und zwar aus Kostengründen, ganz einfach. Also eine Warmwassererzeugung für ein Wohnmobil ist sehr teuer. Jetzt noch ein bisschen zur Konzeption von dem Keller. Der ist ja jetzt hier vorne im Fahrzeug. Also, das ist ja der Ort bei einem LKW, wo man am besten das Gewicht unterbringen sollte. Also immer schön vorne an die Wand ran. Deswegen ist halt hier unser Strompunkt und unser Wassertank bildet relativ schwer. Also der Wassertank wiegt logischerweise 300 Kilo, weil er 300 Liter hat. Die Batterien wiegen ja zusammen auch knapp 100 Kilo. Nee, eigentlich sogar mit der Versorgungsbatterie 100 Kilo. Das heißt, es ist relativ schwer und somit schön weit vorne im Fahrzeug. Hier in der Mitte, seht ihr ja, habe ich noch ein paar Kisten. Da ist Werkzeug und Material drin. Also halt nochmal ein bisschen Stauraum. Und jetzt schwenken wir mal nach oben. Hier seht ihr den Boden vom Bett. Die Platten sind nur eingelegt und wenn wir hier mal größere Arbeiten haben, können wir die Matratze runternehmen, die Platten raus und haben hier drinnen wieder Stehhöhe. Und können halt hier drinnen wieder stehen und wenn mal irgendwie eine wichtige Arbeit ist an dem Tank oder so, dann muss man hier nicht mehr kriechen. Ansonsten ist natürlich hier keine Stehhöhe, weil das ist 1,10 Meter hoch bloß. Hier sieht man als eins jetzt noch den Originalboden vom LKW, denn hier habe ich nicht gedämmt. Hier drüben wäre die Waschmaschinenecke. Und zwar habe ich nicht gedämmt, weil hier unten ist eigentlich nicht erwünscht, dass groß Wärme entsteht. Sowohl im Winter als auch im Sommer sollte hier drinnen nicht so warm werden. Die Angler unter euch werden dieses Nerv hier piepsen kennen. Und zwar ist das Video recht schnell abgebrochen, da ich einen Fisch gefangen habe. Ich blende den einfach mal kurz ein, weil es ist eine sehr schöne Schleie gewesen. Und wir hören uns im nächsten Video.
Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ein paar Anregungen in die Kommentare schreiben würdet, was euch gefallen hat, was nicht, was euch interessiert, ob ihr noch was detailreicher wissen wollt oder was euch einfach nicht gefallen hat. Also bis bald wieder beim LKW-Hausbau.de.